Schönen guten Tag. Heute mal wieder einen auf die Schnelle. Und zwar geht es um Psychopharmaka. Wir wissen ja, dass Psychopharmaka für Menschen mit Demenz nicht so eine besonders gute Angelegenheit sind und dass man in der Regel nicht pharmakologische Möglichkeiten vorzieht. Die werden aber vergleichsweise relativ selten implementiert. Wir wissen, dass über 50% aller Menschen mit Demenz Psychopharmaka bekommen, vor allen Dingen, wenn sie im Heim leben. Ja, obwohl, das ist interessant, bei 80% der Fälle, wo man sie eingesetzt hat, es nicht zu einem Rebound nach Absetzen kommt. Das heißt also, wenn die Leute herausforderndes Verhalten hatten oder neuropsychiatrische Symptome und man setzt das Medikament ab, dann kommt das Phänomen nicht wieder. Dennoch kriegen 50% aller Leute diese Medikamente. Und dann entsteht die Frage, ja, woran scheitert das eigentlich? Also warum ist das so? Und da gibt es eine interessante Studie, die heißt Halting Antipsychotic Use in Long-Term Care, die sogenannte HALT-Studie, HALT-Studie. Ja, und da hat man viele individualisierte Strategien entwickelt mit nicht pharmakologischen Möglichkeiten, um eben Absetzversuche durchzusetzen. Das hat auch in vielen Fällen gut geklappt. Und die Pflegenden, die das gemacht haben, die wurden durch besonders geschulte Kräfte, die nennen sie dann Champions, unterstützt. Gut. Und die Studie, von der ich jetzt erzähle, die beschreibt Fälle, in denen das Ganze nicht geklappt hat. Also warum hat das nicht geklappt? Und das Ergebnis ist insofern ganz spannend, ja, als dass zum Beispiel so Faktoren wie Alter, funktionaler Status, also können die Leute noch gehen oder essen oder so etwas, ja, aber auch Art der Demenz, Schwere der Demenz, Art der BPSD, Schwere der BPSD, also des herausfordernden Verhaltens, spielt alles keine Rolle, ist alles unwichtig. Ja. Wichtig dagegen ist das Geschlecht. Sehr spannend. Also vor allen Dingen Männer. Also wo man Medikamente, Psychopharmaka nicht abgesetzt kriegt, das sind oft eben Männer, da ist die Neuverschreibungen oder das Wiederaufnehmen von Verschreibungen besonders hoch. Ja. Und diese Neuverschreibungen bei Männern, die gehen zu 66-70% gehen die von Pflegenden aus. Also nicht so sehr von den Angehörigen, den Betreuern und am allerwenigsten von Ärzten, sondern es sind Pflegende, auf deren Verlangen hin Ärzte das verschreiben. Ärzte, so kann man sagen, haben also bei der Verschreibung von Psychopharmaka eher eine flankierende Rolle. Die machen das und gut ist, aber es sind die Pflegenden, die das also anstreben. Ja. Allerdings, und das ist jetzt das Prickelnde dabei, hat man parallel dazu natürlich gemessen mit objektiven Assessments, ob diese Verhaltensauffälligkeiten steigern oder sich reduzieren. Und das Spannende ist, dass sowohl in der Zeit, wo die Leute das Medikament bekommen haben, als auch in der Zeit, wo man das abgesetzt hat, es keine objektiven Unterschiede gab. Das heißt also, bei vielen Männern wurde das Medikament wieder eingesetzt, obwohl es keine signifikante Veränderung des Verhaltens gegeben hat. Ja, woran kann das Ganze liegen? Da gibt es einen ganzen Strauß von Überlegungen. Also einmal lassen sich diese nicht pharmakologischen Möglichkeiten nicht so leicht umsetzen. Die setzen ziemlich viel an Pflegenden und Organisation und Training voraus. Und das schaffen sie oft im Alltag nicht. Es fehlt an Zeit, an Personal, an Wille, an Kompetenz. Auch daran scheitert es. Und viele organisatorische Faktoren, also Mangel an Pflegekräften und Betreuungspersonal spielen ja natürlich eine entscheidende Rolle. Ja, wichtig also als Fazit, es ist nicht die objektive Zunahme eines solchen Verhaltens, sondern es ist die Wahrnehmung dieses Verhaltens durch Pflegende. Also wie Pflegende in einem Team das Verhalten der Personen wahrnehmen, entscheidet darüber, ob sie Psychopharmaka bekommen oder nicht. Und dann kann man sich fragen, ja, warum ist das so? Also was dreht denn da dran? Und das ist der subjektiv empfundene Stress der Pflegenden. Also Pflegende, die einen hohen Stress haben, und das scheint besonders bei Männern zu sein, die sehr irritierend sind, also zum Beispiel beständig Fragen stellen, hinterherlaufen und die vokalisieren. Ja, bei diesen Personen ist das Stresserleben der Pflegenden besonders hoch und da kommt es dann zum Einsatz von Psychopharmaka. Ja, insofern müsste man sagen, wenn man also die Psychopharmaka in der Gabe für Menschen mit Demenz reduzieren will, dann müsste man was für die Pflegenden tun.
Es geht also nicht in erster Linie um Menschen mit Demenz und deren Verhalten, sondern es geht um Pflegende und deren Stresspotenzial. Das ist die entscheidende Variable, an der es liegt, ob Menschen Psychopharmaka kriegen oder nicht. Insofern wäre die nächste Frage, was kann man tun, um den Stress in Teams für Pflegende zu reduzieren? Das wäre dann also jetzt die entscheidende Forschungsfrage für Psychopharmaka. Wie immer finden Sie die Studie zusammengefasst, angehängt zum Nachlesen. Anregungen, Kommentare Ihrerseits allzeit willkommen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.